Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, wo ich so gefühlt alles dabei habe aus jedem Genre und obendrauf sogar noch ein paar Blu-rays, die ich mit hier reinnehme, weil es sich bei mir nicht lohnt, für Blu-rays ein extra Format zu machen, weil so wenig Blu-rays bei mir zu Hause landen und ich mir allgemein nicht so viele Serien und Filme angucke, dass, wie gesagt, gerade eben erwähnt, daraus kein eigenes Format zu stricken möglich ist. Was ein komischer Satz, aber ich lasse das einfach mal so drin. Den Anfang macht an der Stelle eine Sache, die der Taschenverlag mir zugeschickt hat, und zwar Crazy Cat, eine Sache, die ich gar nicht kannte, und so ein Sammelsurium der einzelnen Cartoons aus den Sonntagszeitungen von den guten Hermans ist, der auch tatsächlich ein Name, der mir gar nichts sagt, und deswegen musste ich direkt schon vor den Lesestapel erstmal das Vorwort lesen, damit ich überhaupt weiß, wer der gute Herr ist. Und das ganze Vorwort ist ja immer so eine Sache, das mich bei den Taschenverlag immer wieder abholt und für mich schon fast direkt der Höhepunkt dieser ganzen riesigen Hardcovers ist. In dem Fall war ich anfangs ein bisschen verwundert, weil das ganze Vorwort sehr ausschwelgend und sehr detailliert geschrieben ist, aber trotz dessen irgendwie gar nicht so viele Details oder besser gesagt so viel Einblick gibt erstmal. Also man liest das ganze Ding und versteht erstmal nur Bahnhof und fragt sich, was das für ein Vorwort ist, bis der letzte Satz kommt und es einem wie von den Schuppen von den Augen fällt. Und das ist so eine Sache, die mich jetzt extremst neugierig gemacht hat. Und falls ihr euch fragt, was es denn mit diesem letzten Satz auf sich hat, lasse ich das an der Stelle tatsächlich komplett spoilerfrei und werde euch das dann in meiner Review dazu schildern. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil der letzte Satz mich wieder so überzeugt hat und wieder gehypt hat, dass ich den Spruch weiterhin sagen kann, dass das Vorwort halt immer der absolute Knaller ist in jedem einzelnen Taschenbuch, und man muss immer wieder erwähnen, wie gut diese Vorworte geschrieben werden. Und der Hardcover als solcher ist auch wieder sehr schön aufgemacht, sieht auch wieder anders aus wie jeder andere Hardcover, den ich von Taschenverlag bei mir in der Sammlung habe, was für mich ja auch so ein extrem tolles Merkmal vom Taschenverlag ist, dass man wirklich mit jedem Hardcover immer wieder was komplett anderes bei sich zu Hause geliefert bekommt, weswegen ich auch weiterhin immer Sachen reingucke, wo mir tatsächlich der Titel und Autor nicht immer was sagt, wie auch in dem Fall, weil ich alleine schon darauf gespannt bin, wie das Vorwort geschrieben ist, wie die Haptik von den ganzen Dingen ist. Und in dem Fall, wie gesagt, hat das Vorwort mal wieder geschafft, mich komplett zu hypen, deswegen ich nach diesem Lesestapel mich wahrscheinlich unter anderem mit als erstes auf dieses Ding stürzen werde. Allerdings ist das ein Satz, den ich jetzt nicht zum letzten Mal für dieses Video sagen werde, weil ein paar andere Sachen noch bei mir gelandet sind, auf die ich mich auch extrem freue. Unter anderem die Justice League Odyssey jetzt mit dem ersten Band aus der Fedora von dem guten Joshua Williamson, der ja in den letzten Jahren schon bewiesen hat, was für ein guter Autor er ist. Und mit der Justice League Odyssey wirft er auf jeden Fall ein extrem spannendes Team zusammen, weil der gute Cyborg, die gute Jessica Cruz, Starfire und Azrael jetzt die Justice League Odyssey gegründet haben oder besser gesagt bilden, und die wiederum, wie das Cover schon anmuten lässt und auch der Titel, jetzt ein Abenteuer im Weltall erleben werden. Ich bin auf jeden Fall extremst gespannt drauf, finde auch die ganze Zusammensetzung extremst interessant, gerade weil das alles so Charaktere der zweiten oder dritten Reihe sind, die ich durch die Bank weg interessant finde und die ich auch durch die Bank weg schon über Jahre gelesen habe in Teamserien. Die gute Starfire halt bei Wattet und die Outlaws und bei den Teen Titans, wobei ich sagen muss, dass es für mich eher so die Starfire aus Wattet und die Outlaws ist, weil ich von Wattet und die Outlaws mehr gelesen habe als von den Titans oder Teen Titans aus der Zeit, wo sie dort noch Mitglied gewesen ist. Die gute Jessica Cruz habe ich jetzt ja 10 Trades lang bei Green Lanterns verfolgt und auch im Vorfeld schon, wo sie eingeführt wurde bei Forever Evil, was auch ein recht coole Origin für sie ist, und ich mochte so die ganze Strecke von ihr, habe jetzt auch extrem krass den ganzen Run mit ihr zusammen an der Seite von Simon Best gefeiert, fand es auch richtig schade, dass der Run jetzt zu Ende gegangen ist, muss aber sagen, ich muss auch die letzten beiden Trades davon lesen, deswegen das so ein bisschen passt. Ich habe also noch ein bisschen Lesematerial, bis es dann damit losgeht, wobei ich sagen muss, dass ich mir das Ding jetzt reinziehen werde, bevor ich Green Lantern zu Ende lese. Auf der anderen Seite halt Azrael, auch so ein Charakter, den ich mag, der ist nicht zu meinen Lieblings-Batman-Sidekicks gehört, wo es aber auch ganz cool finde, dass sie ihn mit in das Team reingeworfen haben, und Cyborg ist eh so ein Charakter, von dem ich viel zu wenig gelesen habe bis jetzt. Die Sachen, wo er halt noch bei den Titans Mitglied gewesen ist oder damals sogar noch bei den Teen Titans, sind alles Sachen, die ich nicht in meiner Sammlung habe, bis auf so ein, zwei Story-Arcs. Bei der Justice League, als er dann, oder besser gesagt bei den New 52, Jeff Jones Justice League, wo er dann Mitglied der Justice League geworden ist, ist dann halt so der Zeit, wo man Punkt gewesen, wo man das ganze Design von ihnen überarbeitet hat, die Origin auch nochmal überarbeitet hat, und das war so der Zeitpunkt, wo ich ihn das allererste Mal richtig bewusst wahrgenommen habe und seitdem auch abfeier. Es gab ja parallel noch die Solo-Serie von ihnen, wo es darum geht, dass der Vater sich mehr für die Technologie in ihn interessiert, als für ihn selber. Leider hat es die Serie niemals nach Deutschland geschafft, weswegen ich immer wieder mal überlegen bin, mir vielleicht davon die US-Hefte zu holen. Allerdings ich und Englisch ist immer so die Sache, und obendrauf wird das wahrscheinlich eine Serie sein, wo extremst viele technische Begriffe fallen, weswegen das bei mir wahrscheinlich ähnlich funktionieren wird, weswegen ich die Serie auch bis dato noch nicht geholt habe und immer nur wieder mal zwischendurch den Gedanken habe, da vielleicht doch mal reinzugucken. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Serie und wird wahrscheinlich auch mit einer der ersten Sachen sein, auf die ich mich in diesem Lesestapel stürzen würde, oder besser gesagt, auf die ich mich stürzen werde, wenn dieser Lesestapel hier fertig aufgenommen ist. Dann ist bei mir gelandet Bountylos, und das wiederum ist der gute Steffen schuld. Und zwar hatte der gute Steffen mir unter das Interview mit dem guten Andy geschrieben gehabt, dass er das Interview
Interview damals gesehen hatte, Bock auf das Comic hatte, das ganze Ding ist dann eben so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und als er letzten Monat oder vorletzten Monat auf einer der Comic-Messen gewesen ist, hat er dort wiederum den Stand von Andy mit Bountylos entdeckt und musste feststellen, dass der gute Andy mittlerweile schon Verlag hat, hat ihn dann direkt angesprochen, die beiden haben auch kurz über mich gesprochen, wo der gute Andy auch meinte, dass er mich Michitari kontaktieren wollte wegen dem Ding, weil er mir das zuschicken wollte. Und auf jeden Fall recht langer Kommentar, den ich echt cool fand, weil der gute Herr, oder besser gesagt der gute Steffen, jetzt Bountylos aktuell abfeiern ist und das unter anderem wegen dem Video, was er dann von mir gesehen hat, wo ich den guten Andy interviewt hatte, weswegen das ganze Ding dann tatsächlich funktioniert hat und zumindest einer sich das Comic gekauft hat oder zumindest einer, von denen ich es weiß. Und das ist immer eine coole Sache, wenn das dann funktioniert hat und vielleicht der ein oder andere auf das ein oder andere Projekt aufmerksam wird, was er vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat. Ich habe den ganzen Kommentar mal gescreenshottet, den Andy zugeschickt, woraufhin er dann meinte, dass er sich auch gerade irgendwie bei mir melden wollte, wegen der Adresse, weil er meine Adresse nicht mehr hatte. Und lange Rede, kurzer Sinn, der erste Band, der erst beim Verlag erschienen ist, vom guten Andy und der Bountylos, ist jetzt bei mir gelandet in überformatigem Hardcover. Und ich finde die Entwicklung so cool, dass aus so einem Kickstarter-Projekt, was so eine Selbstproduktion gewesen ist, jetzt ein überformatiges Hardcover beim Verlag geworden ist, mit extremst fetten Cover. Also ich bin das Cover echt hart am Abfeiern, muss es auch sofort auf Instagram posten, als das ganze Ding bei mir zu Hause angekommen ist. Guckt auf meine Instagram-Seite vorbei. Und ist eine Sache, die ich auch mit als erstes lesen werde. Also ich muss mir diesen Spruch so unbedingt abgewöhnen. Ist auf jeden Fall eine der Sachen, auf die ich mich mit am meisten freue von den ganzen Sachen, die jetzt in den letzten Tagen bei mir gelandet sind. Gerade weil ich so die Entwicklung so ein bisschen mitverfolgt habe im letzten Jahr. Und eigentlich war der Werdegang dann recht schnell von dem Moment, wo er sein Kickstarter-Projekt oder besser gesagt sein eigenproduziertes Heft gestartet hat. Zum heutigen Zeitpunkt hat es so circa ein Jahr gedauert. Allerdings muss man auch sagen, dass der gute Andy auch heftig die Werbetrommel gerührt hat. Man hat ihn bei sämtlichen YouTubern gesehen, Zeitungsberichte und er war überall präsent und es hat funktioniert. Ding ist jetzt im Hardcover erschienen und an der Stelle nochmal mein Glückwunsch, dass du es geschafft hast, das ganze Ding beim Verlag unterzubringen und ich freue mich tierisch, mich jetzt die Tage darauf zu stürzen. So viel zum Thema Andy und der Bountylos. Auch noch eine Erwähnung wert, ich habe es extra neben mir, muss an der Stelle so ein bisschen was zuhalten. Der gute Andy bemalt nämlich auch immer die Briefumschläge recht schön, mit die er verschickt. Extrem cool gemacht, weswegen ich auch noch die anderen Briefumschläge habe, die er mir zugeschickt hatte, damals mit den Gewinnspiel-Comics und noch die Sachen, die er mir halt zur Rezension geschickt hatte. Auf jeden Fall coole Sache, freue ich mich immer sehr drüber, wenn einer so ein bisschen noch die ganze Verpackung so ein bisschen schöner gestaltet, gerade wenn derjenige Comiczeichner ist. Sehr, sehr coole Sache. So viel zum Thema Andy und Comics. Jetzt geht's weiter mit Animes und Mangas, weil mein Kasee-Stapel war so ein bisschen zu Ende. Ich hatte nur noch einen Fire Punch-Band bei mir liegen, weswegen ich dann Nachschub geordert habe und der jetzt auch bei mir eingetroffen ist, worauf ich mich übertrieben freue. Und zwar hat der Kasee-Verlag oder besser gesagt doch Verlag. Ich wollte gerade sagen, Verlag passt nicht bei Blu-rays, aber es ist ja trotzdessen ein Verlag. Und der wiederum hat mir jetzt hier die nächsten beiden Boxen von Dragon Ball Super zugeschickt. Einmal Volume 2 und einmal Volume 3, wo ich mich übertrieben drauf freue. Ich muss sagen, am meisten freue ich mich auf Volume 2, weil da drin wiederum die Rückkehr von Freezer drin ist, was tatsächlich der Story-Arc ist, der noch gar nicht in meiner Sammlung ist. Weil in dem Manga wurde das ganze Ding übersprungen, da gab es noch so eine kurze Randnotiz, wo man kurz die Handlung von Freezers Rückkehr zusammengefasst hat. Und dann ging die Story ganz normal weiter mit dem Turnier, was dann stattfindet, was dann in dem Fall der Inhalt von Box 3 ist. Und zusätzlich ist das ganze Ding halt auch nochmal als Film erschienen, also das Volume 2, weswegen ich das auch noch nicht irgendwie in meiner Sammlung aufgenommen habe, weil die Filme habe ich bis jetzt noch nicht geholt. Ich muss zwar sagen, dass die Animationen von dem Film mir recht gut gefallen, allerdings finde ich die Story dann doch in den Serien und in den Mangas besser umgesetzt als in dem Film, weil in dem Film überspringen die immer so einen gewissen Teil und alles ist so ein bisschen anders, nur minimal, aber trotzdessen so sehr, dass es mir dann doch in den Mangas und in den Animes besser gefällt, weswegen ich mich jetzt freue, endlich den Freezer-Arc bei mir in der Sammlung zu haben. Habe auch schon angefangen zu gucken, ich habe mir jetzt die erste Folge reingezogen und freue mich sehr, mir das ganze Ding jetzt endlich auf der Heimkinoanlage anzugucken, nachdem ich den ersten Durchlauf von der Story in dieser ProSieben Max App gemacht habe, weil ich habe zu Hause keine Fernsehsender, weswegen ich mir das nicht auf dem Fernseher angucken konnte, dann halt so ein bisschen dürftig auf dem Handy reingezogen habe. Hauptsache ich konnte es gucken, dachte ich mir halt. Und jetzt, wie gesagt, kann ich das ganze Ding nochmal in Ruhe reinziehen und freue mich sehr, mir jetzt in den nächsten Tagen halt die nächsten Stopps 44 Folgen reinzuziehen. Ich glaube, so eine Box hat 22 Folgen, deswegen dann 44 Folgen. Berichtet mich gerne, falls ich falsch liege. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Folgen tatsächlich drin sind, aber ich kann mir jetzt auf jeden Fall ein paar Folgen reinziehen von Dragon Ball und es kommen jetzt demnächst wieder Reviews zu den Dragon Ball Staffeln. Des Weiteren ist dann bei mir gelandet die erste Box von der zweiten Staffel von My Hero Academia, die ich schon komplett geguckt habe. Also ich bin so ein harter Fanboy, dass das Paket bei mir zu Hause angekommen ist. Ich habe die Blu-ray reingeschmissen und habe mir direkt die 5 Folgen am Stück reingezogen. Obendrauf ist das ganze Ding noch im Schuber und bevor ich jetzt so viel dazu sage, packe ich das ganze Ding auf Seite und werde euch dann die Tage davon direkt die Review präsentieren. Wie gesagt, dass ich das ganze Ding direkt geguckt habe, als das Ding bei mir zu Hause angekommen ist, spricht schon für sich und My Hero Academia ist echt so einer der Manga, die ich mit am meisten abfeiere und ich weiß gar nicht, was ich zurzeit mehr feiere, Dragon Ball oder My Hero Academia. Meistens ist es eigentlich gerade die Blu-ray, die gerade im Laufwerk drin ist oder der Manga von den beiden Serien, den ich gerade in der Hand
halte. Und ich würde sagen, die beiden geben sich tatsächlich die Ware und sind so tatsächlich aktuell meine mit Abstand am meisten gefeierten Mangas und Anime-Serien. Des Weiteren ist bei mir gelandet die Serie, die bei mir heftig Bauchschmerzen ausgelöst hat und dann deswegen tatsächlich von mir so hart abgefeiert wird, tatsächlich Fire Punch, wo mehr Bände bis jetzt tatsächlich erschienen sind, als ich mit gerechnet hätte. Ich hatte den guten Michi von KZ geschrieben, so pass auf, ich habe die 3 Bände gelesen oder besser gesagt 4 Bände, kannst du mir den Rest schicken? Und das sind dann tatsächlich nochmal 4 Bände. Ich dachte tatsächlich, dass das so eine Serie ist, die so auf 5-6 Bände angelegt ist. Ich habe jetzt tatsächlich die Bände 5 bis einschließlich 8 bei mir liegen, mit Covern, die wieder extremst cool daherkommen. Ich muss sagen, dass mir meistens bei Manga die Cover nicht gefallen. Eins der besten Beispiele ist tatsächlich Attack on Titan, wo ich tatsächlich so gut wie kein Cover bis dato schön fand. Aber Fire Punch ist mal wieder so eine Serie, wo ich jedes Cover so kunstvoll angedehnt finde. Ich mag auch den Zeichenstil, der immer so ein bisschen verschwommen daherkommt. Und ich muss sagen, Fire Punch, eine der Serien, die bei mir bis jetzt die meisten Bauchschmerzen ausgelöst hat und die so krass daherkommt wie kaum ein anderer Manga, den ich bis jetzt gelesen habe. Weswegen auch Fire Punch weiterhin eine absolute Leseempfehlung von mir bleibt. Warum, wieso, weshalb, könnt ihr in den Reviews zu den ersten Bänden sehen oder zu den Reviews, die jetzt demnächst kommen werden, zu den nächsten Bänden. Und das war's meinerseits. Und ich sag's direkt hinterher, der nächste Review, oder besser gesagt, Lesestapel kommt wahrscheinlich schon als nächstes Video, sprich übermorgen. Ich habe mich ja dazu entschieden, jetzt nur noch alle 2 Tage ein Video rauszubringen, weil mir das ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen lässt und auch ein bisschen mehr Ruhe und Zeit zum Lesen gibt, damit ich ein bisschen mit den Lesestapeln hinterherkomme. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den aktuellen Veröffentlichungsrhythmus findet. Und an der Stelle nochmal hinzugefügt, das nächste Video, was also übermorgen kommt, wird nochmal ein Lesestapel sein, weil das bei weitem nicht alles ist, was bei mir zu Hause angekommen ist die letzten Tage. Obendrauf eine Sache, die ich jetzt fast vergessen hätte, ist von Hasbro bei mir angekommen, weil der gute Alex von Hasbro hatte mir geschrieben, dass Sony ihnen riesige Poster zugeschickt hätte und ob ich davon gerne eins haben möchte. Er hat mir dann tatsächlich 3 in 3 verschiedenen Größen zugeschickt, unter anderem dieses Ding mit Alurahmen, was tatsächlich länger ist als jede Wand in diesem Zimmer. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass das bei mir ins Zimmer passt, aber das Poster ist gefühlt 4 Meter lang. Muss mal gucken, wie ich das ganze Ding aufhängen werde, weil ich finde das Ding so cool. Vielleicht auch irgendwie bei meinem Vater im Haus oder so, keine Ahnung, das Ding muss aufgehangen werden. Ich werde euch dann, wenn ich dafür einen Platz gefunden habe, ein Foto von präsentieren, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, davor in Zukunft mal das Spider-Friday-Videos aufzunehmen, aber ich muss erstmal gucken, wo ich das ganze Ding aufgehangen bekomme. Vielleicht mache ich auch einen Nagel in die Wand dran und hänge das dann hinter mir so runter, so viel wie halt möglich ist und man nimmt dann davor in Zukunft die Videos auf für den Spider-Friday. Muss ich mal gucken, wie ich das ganze Ding handhaben werde. An der Stelle nochmal ein dickes, fettes Danke raus an Hasbro für dieses extrem coole Poster. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehalten. Ist tatsächlich eins von diesen Postern, die man halt in den Kinos hängen sieht, im Cinedome zum Beispiel in Köln, diese riesigen Dinger, bevor ein Kinofilm startet. Und extrem coole Sache, hat mich echt gefreut und das war's meinerseits. An der Stelle nochmal gesagt, guckt auf Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Thank you.